Es sind die Geschichten, die die Liga erschütterten. Unglaubliches wurde Gewissheit. Unfassbares auf einmal Realität. Manch einer hat aus Dummheit fast den Kopf verloren. Andere standen unter Verdacht, den Hals nicht vollzukriegen. Und auch wenn man meint, schlimmer kann es nicht mehr kommen, die großen Skandale überraschen immer wieder. Christoph Daum fällt, weil er die Grenzlinie überschreitet. Robert Holzer schmeißt für eine fünfstellige Summe seine Karriere weg, weil er der King sein will. Mit dem Spiel Fußball hat das in der Regel wenig zu tun. Und doch gehören sie dazu. Die großen Skandale. Christoph Daum wäre ganz bestimmt guter Bundestrainer geworden, aber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr möglich. Das muss man klar sagen. Also das geht nicht. Ich glaube, die ganz große Kampagne war damals keine Macht den Drogen. Das hätte natürlich nicht so richtig gut gepasst. Gleich die Kokainaffäre um Christoph Daum. Und Robert Holzer, ein Schiri, der den Fußball zittern ließ. Christoph Daum wäre ganz bestimmt guter Bundestrainer geworden, aber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr möglich. Das muss man klar sagen. Also das geht nicht. Ich glaube, die ganz große Kampagne war damals keine Macht den Drogen. Das hätte natürlich nicht so richtig gut gepasst. Bielefeld, Ende April. Coach Ernst Middendorp wird zum Training gefahren. Und das hat seinen guten Grund. Denn den Auswärtssieg der abstiegsgefährdeten Arminia in Wolfsburg begoss Middendorp mit 4 Chardonnay. Um 3 Uhr nachts wurde er dann besinnungslos über dem Lenkrad hängend am Straßenrand von Polizisten gefunden. Die Blutprobe ergab 1,1 Promille. Jetzt seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch alle kleine Middendorps, oder? Zwischen 2 Siegen geht's, glaube ich. Wem von uns ist das noch nicht passiert? Wer von uns hat nicht schon mal irgendwann ein Glas zu viel getrunken? Ich spucke mit Sicherheit auch nicht rein, aber ich weiß, wann ich wo nicht reinspucke. Ja, das ist natürlich ein Skandal, der schon ein bisschen lustig ist. Bei mir hat er jetzt alle Sympathien, der Ernst Middendorp, wegen dieser Geschichte. Bei den Bayern hatte man sich schon immer lieb. Wie sehr, zeigten Lothar Matthäus und Vicente Lizarazu im August 99. Wenn zwei Spieler aufeinander losgehen im Training, ich glaube, das passiert überall, das passiert häufiger und das betrifft ja eigentlich nur die zwei Spieler. Das ist ein typisches Rudelverhalten, da ist ein Rudel Wölfe und jeder will spielen und der Druck ist groß und die Aggressionen sind da. Lizarazu und ich, wir haben uns die Hand gegeben, sind uns beide ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt, war ganz sicher für mich kein Skandal, war ganz sicher nicht vorbildlich, aber im Endeffekt Skandale sind was anderes. Hätte Willi Reimann am 20. März 2004 hier die emotionale Stopptaste gedrückt und hätte er danach den 4. Schiedsrichter nicht noch als Rambo bezeichnet, wäre er wohl auch nicht für die nächsten 5 Spiele gesperrt und in den Container verbannt worden. Der ruhige Willi, der sonst so besonnene, ruhige Willi, wie konnte dem das passieren? Ja, vielleicht ging es nicht gut, vielleicht hat er irgendwie einen Fieberanfall gehabt oder hat er sonst etwas. Also normalerweise ist Willi ja sehr ein ruhiger Vertreter, ein Vertreter, der sehr distanziert ist zu den Spielern. Was ihn da geritten hat, das weiß ich nicht. Es gibt Momente, da ist der Druck so groß, da sind die Emotionen so groß, dass dann auch Trainer, die sonst ruhig sind, eben mal sich nicht im Griff haben. Wie dieser runde Kopf, dieser goldige Kopf, muss man zugeben, von Willi Reimann aus diesem Container hervorlugte. Einmalig, einmalig. Im März 2003 freut sich Marchand B. Junga Muhani. Und wie? Denn gerade hat er die Niederlage von LR Ahlen endgültig besiegelt. Es war die Rache für diese Begegnung mit Werner Beinhardt Lorand. Und er kommt dann in mein Viereck reingelaufen wie ein Bekloppter. Werner Lorand, ganz klar, erlebt es auch und irgendwie ist er auch ein Typ dafür, dass er solche verrückte Dinge ab und zu macht. Ja, und er kommt auf mich zugerannt. Ich habe einfach nur mich ein bisschen schützen wollen. Das war eigentlich alles. Der DFB hat wieder 4 rausgemacht und wer weiß was. Er zählt zu den Typen, die ich schätze, weil er unsere Liga bereichert.
habe eine Sperre deswegen gekriegt. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich hätte der Spieler auch eine Sperre kriegen müssen. Er läuft ja auf mich zu. Ich bin ja nicht auf den Spieler zugelaufen, sondern er läuft auf mich zu. Der braucht das, ja, ja. Ich habe den mal hier in Leverkusen gesehen. Da hat er an der Außenlinie vielleicht ein Theater gemacht, dass er sich nicht mit dem Linienrichter geschlagen hat, mit anderen Leuten. Das war alles. Also war so richtig, richtig aufbrausend. Und ich tue nur meine Schulter raus, weil eigentlich nichts Schlimmes, was sie daraus gemacht haben, haben sie auch wieder, war ja auch wieder mehr wie sonst auch. Ich mag Menschen, über die man anschließend redet und spricht, die auch ein bisschen verrückt sind. Im Nachhinein kann man auch sagen, auch hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen? Randale der Aachener Stehtribüne direkt hinter der Bank der Nürnberger 3 Monate zuvor. Deren Coach Wolfgang Wolf liegt benommen am Boden. Das Spiel wird zwar fortgesetzt, aber später als Geisterspiel wiederholt. Aachen gewinnt erneut und feiert die Herbstmeisterschaft mit glücklichen Ordnern. Dieses Spiel, und da muss ich dann sagen, egal wer da verantwortlich war, ein Geisterspiel. Also das möchte ich nie nochmal erleben. Nach 10 oder 15 Minuten haben wir uns ein bisschen umgeguckt und gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Ja. Und man fühlt sich als Reporter dann auch immer unwohler. Und das war die beste Idee, die Alemannia Aachen jemals hatte. Sie haben damals die Trainerbank auf die andere Seite rüber gemacht. Also so eine Spitze, die habe ich selten vorher erlebt. Ich meine, bis zu 90 Minuten warst du verbal unter Beschuss. Und da habe ich, ja, also da war alles möglich. Es ist schon kurios, wie ein Bierbecher war es, glaube ich, ob gefüllt oder nicht gefüllt, womit auch immer gefüllt, möglicherweise mit Zement, imstande ist, einen gestandenen Mann so umzuhauen, dass daraufhin ein Spiel abgebrochen werden muss, beziehungsweise dass ein Spiel nicht mehr normal weitergeführt werden kann. Das sind Kriminelle, das sind keine Fußballfans, die haben in den Stadien nichts zu suchen. Das war eine Eskalation, die im Fußball nicht passieren darf. Also Fußball ohne Zuschauer, das ist wie Chinese ohne Reis oder sowas. Norbert Meyer auf dem Weg zu seiner letzten Duisburger Trainingseinheit Anfang Dezember 2005. 2 Tage zuvor hatte der MSV-Coach im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln ein denkwürdiges Tête-à-Tête mit Albert Streit. Eigenartig auch seine Erklärung auf der anschließenden Pressekonferenz. Dann sind wir beide natürlich auch sehr dicht aneinander geraten, woraufhin ich dann auch mich hinfallen lassen habe, beziehungsweise hingefallen bin, weil ich denke, ich habe hier eine Wunde davongetragen. Das sieht man und das ist einfach eine normale Reaktion. Man ist da wirklich wie von Sinnen. Nur die Reaktion von ihm darauf war eben nicht nur der Kopfstoß, der eigentlich nicht entschuldbar ist, erklärbar ja, aber nicht entschuldbar ist, sondern die Reaktion nachher, dass man dann versucht hat, Opfer-Täter-Syndrome zu vertauschen. Naja, im ersten Moment habe ich gedacht, es ist ein April-Scherz. Ich glaube, das war eine Blackout-Situation. Erstmal habe ich mich riesig kaputt gelacht vorm Fernseher, als ich die Situation gesehen habe. Ich habe gesagt, hey, nicht mal ein Trainer, der Mumm hat, der richtig mal reinhaut. Alle stehen im Druck. Und jeder macht deswegen Fehler und trifft Entscheidungen, die er hinterher bereut. Dass er praktisch sich da mit einer Kopfnuss aus dem Trainergeschäft eine Zeit lang verabschiedet hat, ich weiß es nicht. War schlecht, ja. Aber man hat danach nicht von einer Welle von Kopfnüssen an Trainerbänken in unseren Klassen gehört. Da hatte er noch Haare. Wollte er wohl wieder welche haben. Nemanja Vucicevic, Löwenspieler, am 4. November 2005 bei einer 2:0-Führung gegen Burghausen eingewechselt und, wie sich später herausstellt, gedopt. Die Substanz Finasterid wird bei ihm nachgewiesen, zu finden im Haarwuchsmittel Propecia. Vucicevic wird 6 Monate gesperrt. Oh, Vucicevic, Dopingfall. Ich glaube, seine Freundin ist Model und hätte gerne gehabt, dass er, also das jetzt das, was das ich gehört habe. Was ist das denn? Wie? Propecia? Nein, ich würde es vielleicht mal in 5, 6 Jahren probieren, dann würde ich mir dieses Haarwuchsmittel antworten.
Der ruhige Willi, der sonst so besonnene, ruhige Willi, wie konnte dem das passieren? Ja, vielleicht ging es ihm nicht gut, vielleicht hat er irgendwie einen Fieberanfall gehabt oder hat er sonst etwas. Also normalerweise ist Willi ja sehr ein ruhiger Vertreter, ein Vertreter, der sehr distanziert ist zu den Spielern. Was ihn da geritten hat, das weiß ich nicht. Es gibt Momente, da ist der Druck so groß, da sind die Emotionen so groß, dass dann auch Trainer, die sonst ruhig sind, eben mal sich nicht im Griff haben. Wie dieser runde Kopf, dieser goldige Kopf, muss man zugeben, von Willi Reimann aus diesem Container hervorlugte. Einmalig, einmalig. Im März 2003 freut sich Marchand B. Junga Muhani. Und wie? Denn gerade hat er die Niederlage von LR Ahlen endgültig besiegelt. Es war die Rache für diese Begegnung mit Werner Beinhard Lorand. Und er kommt dann in mein Viereck reingelaufen wie ein Bekloppter. Werner Lorand, ganz klar, er lebt es auch und irgendwie ist er auch ein Typ dafür, dass er solche verrückte Dinge ab und zu macht. Ja, und er kommt auf mich zugerannt. Ich habe einfach nur mich ein bisschen schützen wollen. Das war eigentlich alles. Der DFB hat wieder viel rausgemacht und wer weiß was. Er zählt zu den Typen, die ich schätze, weil er unsere Liga bereichert. Aber eine Sperre deswegen gekriegt, ich weiß nicht warum. Weil eigentlich hätte der Spieler auch eine Sperre kriegen müssen. Er läuft ja auf mich zu. Ich bin ja nicht auf den Spieler zugelaufen, sondern er läuft auf mich zu. Der braucht das, ja. Ich habe den mal hier in Leverkusen gesehen. Da hat er an der Außenlinie vielleicht ein Theater gemacht, dass er sich nicht mit dem Linienrichter geschlagen hat, mit anderen Leuten. Das war alles. Also war so richtig, richtig aufbrausend. Und ich tue nur meine Schulter raus, weil das eigentlich nichts Schlimmes, was sie daraus gemacht haben. Haben sie auch wieder, war ja auch wieder mehr wie sonst auch. Ich mag Menschen, über die man anschließend redet und spricht, die mal auch ein bisschen verrückt sind. Im Nachhinein kann man auch sagen, auch hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen? Randale der Aachener Stehtribüne direkt hinter der Bank der Nürnberger 3 Monate zuvor. Deren Coach Wolfgang Wolf liegt benommen am Boden. Das Spiel wird zwar fortgesetzt, aber später als Geisterspiel wiederholt. Aachen gewinnt erneut und feiert die Herbstmeisterschaft mit glücklichen Ordnern. Dieses Spiel, und da muss ich dann sagen, egal wer da verantwortlich war, ein Geisterspiel. Also das möchte ich nie nochmal erleben. Nach 10 oder 15 Minuten hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen? Randale der Aachener Stehtribüne direkt hinter der Bank der Nürnberger 3 Monate zuvor. Deren Coach Wolfgang Wolf liegt benommen am Boden. Das Spiel wird zwar fortgesetzt, aber später als Geisterspiel wiederholt. Aachen gewinnt erneut und feiert die Herbstmeisterschaft mit glücklichen Ordnern. Dieses Spiel, und da muss ich dann sagen, egal wer da verantwortlich war, ein Geisterspiel. Also das möchte ich nie nochmal erleben. Nach 10 oder 15 Minuten haben wir uns ein bisschen umgeguckt und gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Ja. Und man fühlt sich als Reporter dann auch immer unwohler. Und das war die beste Idee, die Alemannia Aachen jemals hatte. Sie haben damals die Trainerbank auf die andere Seite rüber gemacht. Das heißt, so eine Spitze, die habe ich selten vorher erlebt. Ich meine, bis zu 90 Minuten warst du verbal unter Beschuss. Und da habe ich, ja, also da war alles möglich. Es ist schon kurios, wie ein Bierbecher war es, glaube ich, ob gefüllt oder nicht gefüllt, womit auch immer gefüllt, möglicherweise mit Zement, imstande ist, einen gestandenen Mann so umzuhauen, dass daraufhin ein Spiel abgebrochen werden muss, beziehungsweise dass ein Spiel nicht mehr normal weitergeführt werden kann. Das sind Kriminelle, das sind keine Fußballfans, die haben in den Stadien nichts zu suchen. Das war eine Eskalation, die im Fußball nicht passieren darf. Also Fußball ohne Zuschauer, das ist wie Chinese ohne Reis oder sowas. Norbert Meyer auf dem Weg zu seiner letzten Duisburger Trainingseinheit Anfang Dezember 2005. 2 Tage zuvor hatte der MSV-Coach im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln ein denkwürdiges Tête-à-Tête mit Albert Streit.
Eigenartig auch seine Erklärung auf der anschließenden Pressekonferenz. Dann sind wir beide natürlich auch sehr dicht aneinander geraten, woraufhin ich dann auch mich hinfallen lassen habe, beziehungsweise hingefallen bin, weil ich denke, ich habe hier eine Wunde davongetragen. Das sieht man und das ist einfach eine normale Reaktion. Man ist da wirklich wie von Sinnen. Nur die Reaktion von ihm darauf war eben nicht nur der Kopfstoß, der eigentlich nicht entschuldbar ist, erklärbar ja, aber nicht entschuldbar ist, sondern die Reaktion nachher, dass man dann versucht hat, Opfer-Täter-Syndrome zu vertauschen. Und naja, im ersten Moment habe ich gedacht, es ist ein April-Scherz. Ich glaube, das war eine Blackout-Situation. Erstmal habe ich mich riesig kaputt gelacht vor dem Fernseher, als ich die Situation gesehen habe. Ich habe gesagt, hey, nicht mein Trainer, der Mumm hat, der richtig mal reinhaut. Alle stehen im Druck und jeder macht deswegen Fehler und trifft Entscheidungen. Aus diesem Container hervorlugte Einmalig. Im März 2003 freut sich Marjan B. Junga Muhani. Und wie? Denn gerade hat er die Niederlage von LR Ahlen endgültig besiegelt. Es war die Rache für diese Begegnung mit Werner Beinhard Lorand. Und er kommt dann in mein Viereck reingelaufen wie ein Bekloppter. Werner Lorand, ganz klar, er lebt es auch und irgendwie ist er auch ein Typ dafür, dass er solche verrückte Dinge ab und zu macht. Ja, und er kommt auf mich zugerannt. Ich habe einfach nur mich ein bisschen schützen wollen. Das war eigentlich alles. Der DFB hat wieder viel rausgemacht und wer weiß was. Er zählt zu den Typen, die ich schätze, weil er unsere Liga bereichert. Aber eine Sperre deswegen gekriegt, ich weiß nicht warum. Weil eigentlich hätte der Spieler auch eine Sperre kriegen müssen. Er läuft ja auf mich zu. Ich bin ja nicht auf den Spieler zugelaufen, sondern er läuft auf mich zu. Der braucht das, ja. Ich habe den mal hier in Leverkusen gesehen. Da hat er an der Außenlinie vielleicht ein Theater gemacht, dass er sich nicht mit dem Linienrichter geschlagen hat, mit anderen Leuten. Das war alles. Also war so richtig, richtig aufbrausend. Und ich tue nur meine Schulter raus, weil das eigentlich nichts Schlimmes, was sie daraus gemacht haben. Aber so wieder, war ja auch wieder mehr wie sonst auch. Ich mag Menschen, über die man anschließend redet und spricht, die auch ein bisschen verrückt sind. Im Nachhinein kann man auch sagen, auch hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen? Randale der Aachener Stehtribüne direkt hinter der Bank der Nürnberger 3 Monate zuvor. Deren Coach Wolfgang Wolf liegt benommen am Boden. Das Spiel wird zwar fortgesetzt, aber später als Geisterspiel wiederholt. Aachen gewinnt erneut und feiert die Herbstmeisterschaft mit glücklichen Ordnern. Dieses Spiel, und da muss ich dann sagen, egal wer da verantwortlich war, ein Geisterspiel. Also das möchte ich nie nochmal erleben. Nach 10 oder 15 Minuten haben wir uns ein bisschen umgeguckt und gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Ja. Und man fühlt sich als Reporter dann auch immer unwohler. Und das war die beste Idee, die Alemannia Aachen jemals hatte. Sie haben damals die Trainerbank auf die andere Seite rüber gemacht. Das heißt, so eine Spitze, die habe ich selten vorher erlebt. Ich meine, bis zu 90 Minuten warst du verbal unter Beschuss. Und da habe ich, ja, also da war alles möglich. Es ist schon kurios, wie ein Bierbecher war es, glaube ich, ob gefüllt oder nicht gefüllt, womit auch immer gefüllt, möglicherweise mit Zement, imstande ist, einen gestandenen Mann so umzuhauen, dass daraufhin ein Spiel abgebrochen werden muss, beziehungsweise dass ein Spiel nicht mehr normal weitergeführt werden kann. Das sind Kriminelle, das sind keine Fußballfans, die haben den Stadion nicht zu suchen. Das war, ja, das auf einmal Realität. Manch einer hat aus Dummheit fast den Kopf verloren. Andere standen unter Verdacht, den Hals nicht voll zu kriegen. Und auch wenn man meint, schlimmer kann es nicht mehr kommen, die großen Skandale überraschen immer wieder. Christoph Daum fällt, weil er die Grenzlinie überschreitet. Robert Holzer schmeißt für eine 5-stellige Summe seine Karriere weg, weil er der King sein will. Mit dem Spiel Fußball hat das in der Regel wenig zu tun. Und doch gehören sie dazu. Die großen Skandale. Christoph Daum wäre ganz bestimmt guter Bundestrainer geworden, aber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr möglich. Das muss man klar sagen. Also das geht nicht. Ich glaube, die ganz große Kampagne war damals keine Macht in Drogen. Das hätte natürlich nicht so richtig gut gepasst. Gleich die Kokainaffäre um Christoph Daum.
Und Robert Heutzer, ein Schiri, der den Fußball zittern ließ. Deshalb haben wir ganz bestimmt gute Bundestrainer gewonnen, aber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr möglich. Das muss man klar sagen. Also das geht nicht. Ich glaube, die ganz große Kampagne war damals keine Macht in Drogen. Das hätte natürlich nicht so richtig gut gepasst. Bielefeld, Ende April. Coach Ernst Middendorp wird zum Training gefahren. Und das hat seinen guten Grund. Denn den Auswärtssieg der abstiegsgefährdeten Arminia in Wolfsburg begoss Middendorp mit 4 Chardonnay. Um 3 Uhr nachts wurde er dann besinnungslos über dem Lenkrad hängend am Straßenrand von Polizisten gefunden. Die Blutprobe ergab 1,1 Promille. Jetzt seien wir doch mal ehrlich, wir sind doch alle kleine Middendorps, oder? Zwischen 2 Siegen geht's, glaube ich. Wem von uns ist das noch nicht passiert? Wer von uns hat nicht schon mal irgendwann ein Glas zu viel getrunken? Ich spucke mit Sicherheit auch nicht rein, aber ich weiß, wann ich wo nicht reinspucke. Ja, das ist natürlich ein Skandal, der schon ein bisschen lustig ist. Bei mir hat er jetzt alle Sympathien, der Ernst Middendorp, wegen dieser Geschichte. Bei den Bayern hatte man sich schon immer lieb. Wie sehr, zeigten Lothar Matthäus und Vicente Lizarazu im August 99. Wenn zwei Spieler aufeinander losgehen im Training, ich glaube, das passiert überall, das passiert häufiger und das betrifft ja eigentlich nur die zwei Spieler. Das ist ein typisches Rudelverhalten, da ist ein Rudel Wölfe und jeder will spielen und der Druck ist groß und die Aggressionen sind da. Lizarazu und ich, wir haben uns die Hand gegeben, sind uns beide ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt, war ganz sicher für mich kein Skandal, war ganz sicher nicht vorbildlich, aber im Endeffekt Skandale sind was anderes. Norbert Meyer auf dem Weg zu seiner letzten Duisburger Trainingseinheit Anfang Dezember 2005. 2 Tage zuvor hatte der MSV-Coach im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln ein denkwürdiges Tête-à-Tête mit Albert Streit. Eigenartig auch seine Erklärung auf der anschließenden Pressekonferenz. Dann sind wir beide natürlich auch sehr dicht aneinander geraten. Woraufhin ich dann auch mich hinfallen lassen habe, beziehungsweise hingefallen bin, weil ich denke, ich habe hier eine Wunde davongetragen. Das sieht man und das ist einfach eine normale Reaktion. Man ist da wirklich wie von Sinnen. Nur die Reaktion von ihm darauf war eben nicht nur der Kopfstoß, der eigentlich nicht entschuldbar ist, erklärbar ja, aber nicht entschuldbar ist, sondern die Reaktion nachher, dass man dann versucht hat, Opfer-Täter-Syndrome zu vertauschen. Und naja, im ersten Moment habe ich gedacht, es ist ein April-Scherz. Ich glaube, das war eine Blackout-Situation. Erstmal habe ich mich riesig kaputt gelacht vorm Fernseher, als ich die Situation gesehen habe. Ich habe gesagt, hey, nicht mein Trainer, der Mumm hat, der richtig mal reinhaut. Alle stehen im Druck und jeder macht deswegen Fehler und trifft Entscheidungen, die er hinterher bereut. Dass er praktisch sich da mit einer Kopfnuss aus dem Trainergeschäft eine Zeit lang verabschiedet hat. Ich weiß es nicht. War schlecht, ja. Aber man hat danach nicht von einer Welle von Kopfnüssen an Trainerbänken in unseren Klassen gehört. Da hatte er noch Haare. Da wollte er wohl wieder welche haben. Nemanja Vucicevic, Löwenspieler, am 4. November 2005 bei einer 2:0-Führung gegen Burghausen eingewechselt und, wie sich später herausstellt, gedopt. Die Substanz Finasterid wird bei ihm nachgewiesen, zu finden im Haarwuchsmittel Propecia. Vucicevic wird 6 Monate gesperrt. Oh, Vucicevic, Dopingfall. Ich glaube, seine Freundin ist Model und hätte gerne gehabt, dass er... Also das ist jetzt das, was ich gehört habe. Was ist das denn? Wie? Propecia? Nein, ich würde es vielleicht mal in 5, 6 Jahren probieren, dann würde ich mir dieses Haarwuchsmittel antworten. Der ruhige Willi, der sonst so besonnene, ruhige Willi, wie konnte dem das passieren? Ja, vielleicht ging es ihm nicht gut, vielleicht hat er irgendwie einen Fieberanfall gehabt oder hat er sonst etwas. Also normalerweise ist Willi ja sehr ein ruhiger Vertreter, ein Vertreter, der sehr distanziert ist zu den Spielern. Was ihn da geritten hat, das weiß ich nicht. Es gibt Momente, da ist der Druck so groß, da sind die Emotionen so groß, dass dann auch Trainer, die sonst ruhig sind, eben
Und ich tue nur meine Schulter raus, weil das eigentlich nichts Schlimmes, was sie daraus gemacht haben, haben sie auch wieder, war ja auch wieder mehr wie sonst auch. Ich mag Menschen, über die man anschließend redet und spricht, die auch ein bisschen verrückt sind. Im Nachhinein kann man auch sagen, auch hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen? Randale der Aachener Stehtribüne direkt hinter der Bank der Nürnberger 3 Monate zuvor. Deren Coach Wolfgang Wolf liegt benommen am Boden. Das Spiel wird zwar fortgesetzt, aber später als Geisterspiel wiederholt. Aachen gewinnt erneut und feiert die Herbstmeisterschaft mit glücklichen Ordnern. Dieses Spiel, und da muss ich dann sagen, egal wer da verantwortlich war, ein Geisterspiel. Also das möchte ich nie nochmal erleben. Nach 10 oder 15 Minuten haben wir uns ein bisschen umgeguckt und gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Ja. Und man fühlt sich als Reporter dann auch immer unwohler. Und das war die beste Idee, die Alemannia Aachen jemals hatte. Sie haben damals die Trainerbank auf die andere Seite rüber gemacht. Das heißt, so eine Spitze, die habe ich selten vorher erlebt. Ich meine, bis zu 90 Minuten warst du verbal unter Beschuss. Und da habe ich, ja, also da war alles möglich. Es ist schon kurios, wie ein Bierbecher war es, glaube ich, ob gefüllt oder nicht gefüllt, womit auch immer gefüllt, möglicherweise mit Zement, imstande ist, einen gestandenen Mann so umzuhauen, dass daraufhin ein Spiel abgebrochen werden muss, beziehungsweise dass ein Spiel nicht mehr normal weitergeführt werden kann. Das sind Kriminelle, das sind keine Fußballfans, die haben den Stadion nicht zu suchen. Das war eine Eskalation, die im Fußball nicht passieren darf. Also Fußball ohne Zuschauer, das geht wie Chinese ohne Reis oder sowas. Norbert Meyer auf dem Weg zu seiner letzten Duisburger Trainingseinheit Anfang Dezember 2005. 2 Tage zuvor hatte der MSV-Coach im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln ein denkwürdiges Tête-à-Tête mit Albert Streit. Eigenartig auch seine Erklärung auf der anschließenden Pressekonferenz. Dann sind wir beide natürlich auch sehr dicht aneinander geraten. Woraufhin ich dann auch mich hinfallen lassen habe, beziehungsweise hingefallen bin, weil ich denke, ich habe hier eine Wunde davongetragen. Das sieht man und das ist einfach eine normale Reaktion. Man ist da wirklich wie von Sinnen. Nur die Reaktion von ihm darauf war eben nicht nur der Kopfstoß, der eigentlich nicht entschuldbar ist, erklärbar ja, aber nicht entschuldbar ist, sondern die Reaktion nachher, dass man dann versucht hat, Opfer-Täter-Syndrome zu vertauschen. Und naja, aus diesem Container hervorlugte, einmalig. Im März 2003 freut sich Marjambe Junga Muhani. Und wie? Denn gerade hat er die Niederlage von LR Ahlen endgültig besiegelt. Es war die Rache für diese Begegnung mit Werner Beinhard Lorand. Und er kommt dann in mein Viereck reingelaufen wie ein Bekloppter. Werner Lorand, ganz klar, er lebt es auch und irgendwie ist er auch ein Typ dafür, dass er solche verrückte Dinge ab und zu macht. Ja, und er kommt auf mich zugerannt. Ich habe einfach nur mich ein bisschen schützen wollen. Das war eigentlich alles. Der DFB hat wieder viel rausgemacht und wer weiß was. Er zählt zu den Typen, die ich schätze, weil er unsere Liga bereichert. Aber eine Sperre deswegen gekriegt, ich weiß nicht warum. Weil eigentlich hätte der Spieler auch eine Sperre kriegen müssen. Er läuft ja auf mich zu. Ich bin ja nicht auf den Spieler zugelaufen, sondern er läuft auf mich zu. Der braucht das, ja. Ich habe den mal hier in Leverkusen gesehen. Da hat er an der Außenlinie vielleicht ein Theater gemacht, dass er sich nicht mit dem Linienrichter geschlagen hat, mit anderen Leuten. Das war alles. Also war so richtig, richtig aufbrausend. Und ich tue nur meine Schulter raus. Das war ja eigentlich nichts Schlimmes, was sie daraus gemacht haben. Haben sie auch wieder, war ja auch wieder mehr wie sonst auch. Ich mag Menschen, über die man anschließend redet und spricht, die auch ein bisschen verrückt sind. Im Nachhinein kann man auch sagen, auch hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen? Randale der Aachener Stehtribüne direkt hinter der Bank der Nürnberger 3 Monate zuvor. Deren Coach Wolfgang Wolf liegt benommen am Boden.
Das Spiel wird zwar fortgesetzt, aber später als Geisterspiel wiederholt. Aachen gewinnt erneut und feiert die Herbstmeisterschaft mit glücklichen Ordnern. Dieses Spiel, und da muss ich dann sagen, egal wer da verantwortlich war, ein Geisterspiel. Also das möchte ich nie nochmal erleben. Nach 10 oder 15 Minuten haben wir uns ein bisschen umgeguckt und gedacht, was ist denn eigentlich hier los? Ja. Und man fühlt sich als Reporter dann auch immer unwohler. Und das war die beste Idee, die Alemannia Aachen jemals hatte. Sie haben damals die Trainerbank auf die andere Seite rüber gemacht. Das heißt, so eine Spitze, die habe ich selten vorher erlebt. Ich meine, bis zu 90 Minuten warst du verbal unter Beschuss. Und da habe ich, ja, also da war alles möglich. Es ist schon kurios, wie ein Bierbecher war es, glaube ich, ob gefüllt oder nicht gefüllt, womit auch immer gefüllt, möglicherweise mit Zement, imstande ist, einen gestandenen Mann so umzuhauen, dass daraufhin ein Spiel abgebrochen werden muss, beziehungsweise dass ein Spiel nicht mehr normal weitergeführt werden kann. Das sind Kriminelle, das sind keine Fußballfans, die haben in den Stadien nichts zu suchen. Das war, ja, das. Zwei Tage zuvor hatte der MSV-Coach im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln ein denkwürdiges Tête-à-Tête mit Albert Streit. Eigenartig auch seine Erklärung auf der anschließenden Pressekonferenz. Dann sind wir beide natürlich auch sehr dicht aneinander geraten, woraufhin ich dann auch mich hinfallen lassen habe, beziehungsweise hingefallen bin, weil ich denke, ich habe hier eine Wunde davongetragen. Das sieht man und das ist einfach eine normale Reaktion. Man ist da wirklich wie von Sinnen. Nur die Reaktion von ihm darauf war eben nicht nur der Kopfstoß, der eigentlich nicht entschuldbar ist, erklärbar ja, aber nicht entschuldbar ist, sondern die Reaktion nachher, dass man dann versucht hat, Opfer-Täter-Syndrome zu vertauschen. Naja, im ersten Moment habe ich gedacht, es ist ein April-Scherz. Ich glaube, das war eine Blackout-Situation. Erstmal habe ich mich riesig kaputt gelacht vor dem Fernseher, als ich die Situation gesehen habe. Ich habe gesagt, hey, nicht mein Trainer, der Mumm hat, der richtig mal reinhaut. Alle stehen im Druck und jeder macht deswegen Fehler und trifft Entscheidungen. Aus diesem Container hervorlugte Einmalig. Im März 2003 freut sich Marjambe Junga Muhani. Und wie? Denn gerade hat er die Niederlage von LR Ahlen endgültig besiegelt. Es war die Rache für diese Begegnung mit Werner Beinhard Lorand. Und er kommt dann in mein Viereck reingelaufen wie ein Bekloppter. Werner Lorand, ganz klar, er lebt es auch und irgendwie ist er auch ein Typ dafür, dass er solche verrückte Dinge ab und zu macht. Ja, und er kommt auf mich zugerannt. Ich habe einfach nur mich ein bisschen schützen wollen. Das war eigentlich alles. Der DFB hat wieder viel rausgemacht und wer weiß was. Er zählt zu den Typen, die ich schätze, weil er unsere Liga bereichert. Aber eine Sperre deswegen gekriegt, ich weiß nicht warum. Weil eigentlich hätte der Spieler auch eine Sperre kriegen müssen. Er läuft ja auf mich zu. Ich bin ja nicht auf den Spieler zugelaufen, sondern er läuft auf mich zu. Der braucht das, ja, ja. Ich habe den mal hier in Leverkusen gesehen. Da hat er an der Außenlinie vielleicht ein Theater gemacht, dass er sich nicht mit dem Linienrichter geschlagen hat, mit anderen Leuten. Das war alles. Also war so richtig, richtig aufbrausend. Und ich tue nur meine Schulter raus, weil das eigentlich nichts Schlimmes, was sie daraus gemacht haben. Aber wieder, war ja auch wieder mehr wie sonst auch. Ich mag Menschen, über die man anschließend redet und spricht, die mal auch ein bisschen verrückt sind. Im Nachhinein kann man auch sagen, auch hätte ich das mal nicht gemacht. Aber trotzdem hat man es gemacht. Und man weiß auch gar nicht oft, warum man, ich weiß auch heute noch nicht, warum ich die Schulter rausgetan habe. Der Geist vom Tivoli zeigte sich. Und das im Januar 2004. Der Grund der gespenstischen Erscheinung auf leeren Rängen